Und das tun leider sehr, sehr viele Immobilienmakler. Und jetzt kommt genau eine ganz wichtige Sache. Immobilienmakler sein heißt nicht, würde ich so auf gar keinen Fall machen. Die Lösung ist folgende Frage habe ich heute von einem meiner Kunden gestellt bekommen. Und zwar, hey Heinz, ich habe heute eine Immobilie besichtigt und ein Kaufinteressent war da und dieser Kaufinteressent hat mir sofort ein Angebot gemacht und hat mir sogar 1% mehr Provision geboten. Und um natürlich direkt den Zuschlag zu bekommen, erwartet jetzt ganz schnell auf eine Antwort von mir. Und ich habe aber noch 5 weitere Besichtigungen am Montag. Wie verhalte ich mich jetzt am besten oder richtig? Und dann kam aber noch der Seitenhinweis, ja, der Kaufinteressent, der kam mit dem Porsche, mit 2 Porsche kam der an und der ist so ein bisschen sensibel und der möchte natürlich jetzt gut behandelt werden etc. So, und jetzt kommt genau eine ganz wichtige Sache. Bist du jemand, der sich schnell nervös machen lässt, der sich schnell aus der Bahn werfen lässt? Oder bist du in der handelnden Rolle? Bist du derjenige, der am Ende des Tages derjenige ist, der den Prozess führt? Oder lässt du dich führen? Und hier entstehen in den meisten Fällen große Probleme und daraus entstehen auch dann nachher Missverständnisse. Und hier muss man ein paar Sachen sich wirklich ein bisschen genauer anschauen. Der erste Punkt, der wichtig ist, was bin ich denn dem Verkäufer erstmal schuldig? Dem Verkäufer gegenüber bin ich doch schuldig, dass ich das Maximale tue, um die Immobilie optimal verkaufen. Und hier geht es darum, wirklich, was ist richtig und was ist falsch und das voneinander unterscheiden zu können. Falsch wäre, ich kann es schon vorweg sagen, falsch wäre, wenn du jetzt einfach da aufspringst. Und das tun leider sehr, sehr viele Immobilienmakler, die jetzt einfach aufspringen und sagen, oh ja, komm, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Das ist nicht so schlau, weil der Spatz in der Hand kann trotzdem noch Probleme haben, weil selbst wenn er jetzt einen guten Kaufpreis bietet und dir auch noch 1% Provision mehr bezahlt, ja, dann heißt es am Ende des Tages aber noch lange nicht, dass der beim Notar gesessen hat und tatsächlich auch durch ist. Würde ich so auf gar keinen Fall machen. Die Lösung ist folgende. Und zwar heißt das, lieber Kunde oder lieber Kaufinteressent, das könnte ich tun, kann ich aber so nicht machen, aus dem einfachen Grund heraus, am Montag haben wir noch eine Besichtigung mit 5 Interessenten. Und bei uns gibt es eine Regel, alle haben die gleiche Chance. Das haben wir auch ganz klar mit unserem Verkäufer, Auftraggeber besprochen und vertraglich vereinbart. Daher kann ich das leider so nicht machen. Zweitens, sehr nett und vielen Dank für Ihr Angebot, 1% mehr Provision zu zahlen. Kann ich aber leider nicht annehmen, da es hier gesetzliche Regeln gibt. Machen Sie aber keine Sorgen, Sie sind auf jeden Fall dabei, Sie sind mir sehr sympathisch. Am Montag, wenn die Interessenten die Immobilie besichtigt haben, haben alle nochmal Zeit, mir bis Mittwoch zum Beispiel ein Kaufangebot zu machen. Und Ihres habe ich auf jeden Fall schon mal und das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und das werde ich natürlich auch entsprechend berücksichtigen und ich werde Sie umgehend kontaktieren und auch ganz transparent mit Ihnen kommunizieren. Und dann haben alle eine ganz faire Chance. Und ich bin mir sicher, wenn wir hier auf einer ganz entspannten Ebene miteinander sprechen, dass das Ganze dann auch eine gute Chance hat. So, das mal so, um euch einen ganz groben Rahmen zu geben, wie man so etwas macht. Wenn du beim Verkäufer nachher kommst und sagst, ich habe hier einen Interessenten und du sagst 5 Interessenten ab, gar nicht gut. Macht man nicht. Zweite Grundvoraussetzung ist, dass du natürlich einen sehr guten Verkaufsprozess hast. Ja, der zack, zack, zack hintereinander geschaltet. Immobilienmakler sein heißt nicht, den schnellen Deal zu machen. Trotzdem geht, wenn du das richtige System hast, der gesamte Verkauf sehr, sehr schnell. Wichtig ist, dass die Show dahinter wichtig ist. Stell dir mal vor, unter den 5 Kaufinteressenten, die du am Montag besichtigst, sind 2 darunter, die auch was zu verkaufen haben und du hast jetzt da schon zugeschnappt. Zeige einfach, was du kannst, alle Optionen sauber durchzuziehen. So funktioniert professioneller Immobilienverkauf und sich nicht bei der ersten besten Gelegenheit schon da drauf zu springen und aus der Bahn zu werfen. Mal ganz abgesehen davon,
dass auch dieser Käufer das ziemlich smart finden wird und sehen, was du für einen Charakter hast, wie gut du zu dem Verkauf stehst, wie gut dein Prozess ist, wie gut dein System ist. Das zeigt Wirkung, glaube mir das. Also zeig immer Haltung, hohe Ethik, hohe Moral, hohe Werte, sauber und professionell arbeiten, dann kann ich dir sagen, wirst du an deinem Standort sehr, sehr schnell dich von anderen Immobilienmaklern abheben und damit wesentlich erfolgreicher sein als die anderen. Ich hoffe, mein Tipp hat dir gefallen. Ich wünsche dir alles Gute, viel Erfolg bei der Umsetzung und abonniere auf jeden Fall hier meinen YouTube-Kanal, wenn dir dieses Video gefallen hat. Schreib gerne unter dieses Video irgendwas darunter und folge mir auf den sozialen Medien. Und wenn du mehr von diesen Tipps haben möchtest, dann kann ich dir nur eine Sache empfehlen. Buche dir jetzt unter diesem Video, klickst du auf den Link, gehst auf unsere Webseite und buchst dir dein kostenfreies Coaching-Gespräch mit uns, wo wir dir zeigen, wie du als Immobilienmakler auf das nächste Level kommen kannst. In diesem Sinne, alles Gute. Ja, also Heinz ist irgendwie so ein Mensch, ich glaube, wenn man den einmal trifft, den vergisst man nicht mehr. Der geht auf im Moment, der lebt das. Also der ist einfach, glaube ich, der beste Coach, den man sich wünschen kann.